Hallo Leute, heute kommt mal wieder ein neues Video über das Thema Barrierefreiheit. Ich will auf jeden Fall Anfang von diesem Video bedanken, dass mein letztes Video mittlerweile schon über 74.000 Wiederaufrufe bekommen hat. Also vielen Dank dafür. Ganz am Ende kannst du das Video gerne nochmal verlinken. Das war das Schwimmbad-Video über Barrierefreiheit. So, und heute wollen wir noch ein paar Ortschaften angucken, die jetzt zum Beispiel nicht so barrierefrei sind. Und wenn man mal hier runter schwenken tut, zu dieser Treppe hier, da sieht man ja, ist wie gesagt eine Treppenstufe. Wir sind nicht gerade bei einer Fahrschule, kann ich hier noch erwähnen. Und das Problem hierbei ist eben ganz einfach, die Treppenstufe ist eben ein Hindernis für Rollstuhlfahrer, weil man kann ja, wie ich schon immer gesagt habe, da eine Rampe hin machen, weil es gibt ja auch viele Rollstuhlfahrer, die können ja auch einen Führerschein machen. Und es wäre schön, wenn die Fahrstuhl die das auch anbieten würde. Am besten mit so einer Rampe, dass auch die Rollstuhlfahrer problemlos da rein können. Und könnt gerne mal eure Meinung darüber in die Kommentare diskutieren. Wie schon gesagt, dass Rollstuhlfahrer auch eben halt die Möglichkeit bekommen sollte, einen Führerschein zu machen. Eben mit so einer Art Rampe, dass die da auf jeden Fall rein können. So Leute, jetzt sind wir hier bei dieser Technik-Lade, also hier bei Vorteil. Der Lade hier ist auf jeden Fall für Rollstuhlfahrer barrierefrei, wenn man erstmal in diese Richtung hier schwenken tut. Da sieht man ja, ist keine Treppenstufe vorhanden, es war ein kleiner Berg. Aber ich sag mal, für Rollstuhlfahrer, die jetzt einen Motor dran haben, was ohnehin viele Rollstuhlfahrer ohnehin schon an, viele Rollstühle ohnehin so anbietet, ist dies auf jeden Fall kein Hindernis. Wenn man mal so die Türe hier schwenken tut, da unten ist auf jeden Fall keine Stufe vorhanden. Rollstuhlfahrer können hier problemlos rein. Es wäre vielleicht noch cool, falls ihr das nicht kennt, eben so einen Knopf, den man an die Seite anbringen könnte, dass die Türe halt eben so dann automatisch aufgeht. Wäre auf jeden Fall nice, wenn man das machen würde. Aber so große bei Türe aufzubekommen für Rollstuhlfahrer ist ziemlich schwer. Und so ein Knopf würde auf jeden Fall, sag ich mal, sehr, sehr hilfreich machen. Wenn man den da anbringen würde, den habe ja einige andere Firmen ja auch. Wäre gut, wenn man das da auch machen würde. So Leute, jetzt sind wir hier auf die andere Seite von der Pforte, weil da hat die noch eine zweite Lade, wo der Waschmaschine verkaufen tut. Kann man ja hier gut sehen, wenn man die Kamera mal rüberschwenken tut. Nur das Problem hierbei ist halt eben, das erste war ja problemlos barrierefrei, kann man einfach ganz klar sagen. Da habe ich eigentlich nicht so viel zu Menge, bis auf die automatische Tür. Darüber kann man aber, sag ich mal, diskutieren. Aber wie man hier sieht, wo ich jetzt gerade drauf stehe, ist wie gesagt eine sehr, sehr ist viele Treppenstufe vorhanden. Und wäre eben für Rollstuhlfahrer einfach toll, wenn da eben eine Rampe ist. Weil es gibt auch Rollstuhlfahrer, die auch natürlich eine Waschmaschine benötigen, wie ich sie da so kaufe. Falls die Rollstuhlfahrer das alleine machen würde, ohne eine Hilfsperson oder so, dann ist das so ein kleines Problem. Das ist das Einzige, was ich hier noch zu bemängeln habe, dass man das hier irgendwie, sag ich mal, verbessern könnte. Oder mit so einer Art Hebebühne, wo auch Rollstuhlfahrer hier hoch können. Das war der letzte Geschäft für heute, was ich heute noch bewerten wollte. Ich kann gerne mal die Kommentare mit darüber diskutieren. Und hier habe ich da meinen Merch. Könnt ihr gerne das in die Videobeschreibung kaufen. In die Videobeschreibung habe ich meinen Shop verlinkt und da könnt ihr gerne so mein Merch kaufen. Und da könnt ihr noch die Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben sollte, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal Leute und haut rein!